Der Centerpark wurde heute erneuert und wie das aussieht, vor allem jetzt hier in Zone 3, das zeige ich euch mal in den folgenden paar Minuten. Und ihr werdet es kaum glauben, die Häuser werden auf links gedreht, wo ich jetzt gleich drin bin. Das sind so 5 oder 6 Personenhäuser. Und ja, einige sind schon fertig eingerichtet, einige werden noch fertig eingerichtet. Da ist noch nicht viel drin, das zeige ich euch jetzt gleich mal. Und ja, viel Spaß dabei. Und wenn ihr das buchen wollt, diesen Sommer geht da bestimmt noch was. So, wir sind gerade mit dem Hund unterwegs im Centerpark der Hutten heute. Wir haben ja, fast Ende Mai 2022. Wir sind hier in Zone 3. Und hier sind alle Häuser auf. Und ja, das ist ja quasi eine Einladung. Wir gehen mal rein. Noch ist hell. Die sind deswegen auf, weil die werden renoviert. Und das gucken wir uns natürlich mal an. Also so sieht ein Haus aus. Wir haben hier natürlich jetzt, vermute mal, kein Licht. Nein. Aber ist ja noch hell genug. Also so sieht ein Haus aus, was dann gerade frisch renoviert wird. Das ist der Plan. Und also die Zone 3 hier am Wasser, was allerdings ein bisschen bräunlich ist. Typ J, Fullprogramm, was auch immer das bedeutet, entsteht hier. Hier stehen schon die Küchengeräte bzw. die neue Küche. Ich gehe mal eben mit euch hier rum. Hier ist ein, was wird das? Ein kleines Zimmer vielleicht, ein Bett, ich weiß es nicht. Hier ist sehr dunkel. Ich glaube, Strom ist ja auch nicht. Hausanschlussraum oder so. Hier ist schon das neue Bad. Ja, sieht wirklich gut aus mit Regendusche. Gehen wir weiter hier durch. Das war ein Haustyp, hatten wir auch schon mal. Hier ist ein Klöchen, genau. Sieht man jetzt nicht ganz so dolle. Hier ist dann, ich glaube, hier kommt ein Doppelbett rein. Klein, aber immerhin, da dann der Schrank. Genau. Ja, das hatten wir schon mal irgendwo anders. Ich weiß gar nicht wo. Ja, hier dann die Terrasse. Also es ist dann hier 2, da 1, also 3 Personen schon mal. Wir gehen weiter. Hier ist dann Wohnbereich und Küche. Hier wird dann der Essbereich sein. Und 4, 5, also ein 5-Personen-Haus wird das sein. Und ja, ich weiß nicht, wann die fertig sind, aber das sieht nicht so aus, als wird das ewig noch dauern. Ich vermute mal, dass das diesen Sommer noch an den Start geht. Dann als 5-Personen-Haus. Und ja, ganz nett. In der Zone 3, wir sind hier gerade bei 304. Wie gesagt, alle Häuser sehen hier so aus und sind alle offen. Könnt ihr theoretisch überall rein. Also, war jetzt nur Interesse halber halt. 305, 306. Alle sehen sie gleich aus. Und ja. Das gleiche Programm, ähnliches Haus, ich glaube spiegelverkehrt. Wir sind ja 305. Wieder das Doppelzimmer. Und wenn ich das so sehe, ist das hier die ganze Zone, die so aussieht. Gehen wir durch. Das ist hier wieder, ich glaube, Anschlussraum, Kammer oder so. Hier das Bad, wie gerade auch, mit der Dusche. Es geht weiter in ein dunkles Klo und hier ein weiteres Schlafzimmer, wenn ich jetzt richtig, das ist der Wandschrank wieder, richtig gezählt habe, ist das aber jetzt ein 4-Personen-Haus. Also 4 bis 5 Personenhäuser werden hier gerade, zumindest hier, renoviert, kernsaniert. Ganz interessante Geschichte. Ihr habt hier auf jeden Fall relativ freie Sicht. Die haben ja auch ein bisschen was weggemacht. Also von daher, merkt euch das. Ich vermute, diesen Sommer wird das Ganze zu buchen sein. Ich gucke nochmal gerade.
Ja, seht ihr hier auch volles Programm. Und dann müsste man das auch sehen eigentlich mit den Schlafzimmern. Also, eins, zwei. Irgendwie über, ja, wahrscheinlich übereinander. Drei, vier. Fünf, also sind sechs Personenhäuser. Okay, also wenn ihr ein 6-Personen-Haus sucht und naja, freie Sicht zumindest am Wasser haben möchtet, dann merkt euch 305 etc. rechts, links, so sieht das hier aus. Ja, und Kamin natürlich auch. Gut, dann wollen wir mal weiter. Der Hund möchte sich weiter bewegen. Also ihr seht, der ganze Bereich hier, die Zone 3. Hier unser Hund. Ihr seht das ganze Baumaterial, ihr seht überall an den Häusern die Zettel. Das heißt, der ganze Bereich hier wird neu gemacht, komplett renoviert. Freut euch auf neue Häuser in Zone 3. Also hier in Zone 3, Center Park der Hutten, heute wird alles neu gemacht. Die ganzen Häuser werden hier gemacht. Wir gehen hier mal zu Fuß durch, um euch das zu zeigen. Hier ist die Brücke, die findet ihr auch bei Google Maps. Das heißt, wir sind hier ganz am anderen Ende des Sees und gehen jetzt einfach mal geschwind wieder in die anderen Zonen. Als nächstes wäre dann die Zone 4, da kommt auch schon die nächste Brücke. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch, ein Abo meines Kanals und wenn du es noch nicht gemacht hast, vergiss nicht die Glocke.